wahrscheinlich etwas länger dauern. Ich probier's. Also, die chinesische Mauer kann man vom Weltraum aus sehen. Ja. Die Kamgan-Mauer kann man nicht sehen. Wenn sie aber erst einmal abgerissen ist, dann kann man sie quasi zweimal nicht sehen. Können Sie mir folgen? Das war jetzt ein Physikerwitz auf Basis von Quantensprung und Relativitätstheorie. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wie Sie vielleicht wissen, war ich letzten Monat auf der Geburtstagsfete vom Altbundeskanzler Helmut Kohl. Und dort war dann auch der Kurt Beck zu Gast. Und als ich mit dem ein paar Schoppen gezischt hatte, da kam mir zu vorgerückter Stunde auch etwas weinselig auf die Kamgan-Mauer zu sprechen. Und da habe ich dem Kurt Beck mit einem schelmischen Augenzwinkern zugeraunt, er solle sich an Helmut Kohl bloß kein falsches Beispiel nehmen. Denn Mauerfall sei nicht gleich Mauerfall. Und wat dem ehn, danke. Und wat dem ehn sin Uhl, ist dem anderen sin Nachtigall. In diesem Sinne, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, das wäre doch ein Treppenwitz der Geschichte, wenn wir bei einem so großen allgemeinen Interesse und Einsatz so vieler freiwilliger Aktivisten es nicht schaffen sollten, diese schöne Fassade zu retten. Das empfinde ich als meine Pflicht, dafür setze ich mich ein und dafür rufe ich laut aus: Mr. Beck, don't tear down this wall. Danke Ihnen. Danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Aber jetzt noch etwas in eigener Sache. So wie sich die Mauer dereinst für mich geöffnet hat, so öffne ich mich jetzt für Sie. Also nicht für die Mauer, sondern für Sie, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. All denjenigen unter Ihnen, die sich ständig mühselig und beladen fühlen, den möchte ich nun zeigen, dass ich die quasi mächtigste Frau der Welt auch noch unerfüllte Träume habe. Kleine Geheimnisse, verborgene Sehnsüchte und diverse Begehrlichkeiten, die ich bedauerlicherweise aufgrund meiner amtlichen Würde nicht so ungehemmt ausleben darf, wie ich es gerne täte. Davon möchte ich Ihnen jetzt ein kleines Liedchen singen, denn ich habe schon immer gerne gesungen, üben, wie drüben. Bitte, Herr Kapellmeister. Es gibt da einen Kerl an meiner Rechten, der mich beschützt vor allen bösen Mächten. Profana heißt er und er ist mir hörig. Und ohne ihn, da wär ich ja, das schwör ich, wahrscheinlich wie die Pauli, nur noch Kesser. Ein Kanzlerluder, Marke Mackie Messer. Ich hätt mir selbst den Papst schon vorgenommen, aber Profalla lässt mich nicht verkommen. Gern mal eine Staatsaffäre, käm Bruni mit Sarkozy in die Quere. Im Schlaf tät ich nach Berlusconi stöhnen und andern tags Obama wild verwöhnen. So gern würd ich an Putins Muskeln fassen und mich beim Fassen lüstern fallen lassen. Den Wladimir hätt längst ich hergenommen, aber Profalla lässt mich nicht verkommen. Für Guido käm ich androgynen Leder, er wär nicht noch und ich wär nicht weder. Zusammen wären wir als Paar der Hammer, vom Glamour-Faktor gleich hinter Obama.